Trajans Märkte. Das ist keine Börsenrubrik bei NTV, nein, das ist der Name unseres neuen Levels, das wir jetzt in der letzten Folge betreten haben. Und wir suchen wahrscheinlich die beiden letzten Symbole. Wir hatten ja den Merkurstein und das Saturn-Symbol, glaube ich, war es. Und zwei weitere fehlen uns noch, oder Larsen, oder wie auch immer, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern, was dieses Drachentor angeht. Und okay, mit der Kiste können wir jetzt so nichts machen. Ich nehme aber an, dass wir vielleicht drauf schießen können. Okay. Wahrscheinlich können wir nur mit dem Revolver drauf schießen. Können wir. Ich dachte jetzt, da explodiert irgendwas, aber nein. Und ich habe natürlich vergessen... Ah, eine Brechstange. Ich habe natürlich vergessen, meinen Analogstick zu deaktivieren. Aber das wird jetzt schon klappen. So. Und was haben wir hier noch drin? Wenn da jetzt irgend so ein scheiß Laserzielgerät drin ist, was ich schon zweimal habe, dann... Ja, natürlich. Das hat es ja vollgebracht. Vor allem die Frage ist ja, warum legen sie das hier rein? Ohne Laserzielgerät kann ich das ja gar nicht anschießen, das Ding. Ja gut, vielleicht wäre es sogar irgendwie gegangen, aber... Kann ich da vielleicht die Brechstange benutzen? No. Dann nicht. Blöde Kuh. Ich werde auf jeden Fall mal kurz wieder die Waffe wechseln. Jetzt hätte ich ja doch ganz gerne mal irgendwie das Gewehr. Wahrscheinlich habe ich das einfach nur übersehen. Ah, ja. Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Ja, wahrscheinlich war das Gewehr schon im ersten Level versteckt. Ich, blöde Kuh, habe, weil ich ja keinen Bock habe, Geheimnisse zu suchen, das Ganze übersehen. Da geht es nicht hoch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da oben irgendwie hin muss. Wahrscheinlich ist es dann eher so eine Art Rückweg. Ich warte ja drauf, dass es mal einen Teil gibt, wo sie die Gullideckel anheben kann. Oder war das mal in irgendeinem? War das vielleicht in Angel of Darkness oder so? Ich wüsste ich jetzt zumindest nicht mehr. Okay, da kann ich auf jeden Fall nach oben klettern. Bevor ich das mache, möchte ich mich aber noch hier unten fertig umsehen. Vielleicht liegen noch interessante Sachen rum. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Tomb Raider 4, an dem Bereich Mastaba, glaube ich, war das. Mit diesen einzelnen Schuppen. Okay. Ich glaube, dass es jetzt ein Level ist, in dem man etwas mehr klettern und springen muss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was bedeutet, ich muss viel speichern, um... Ups, ich komme da nicht hoch. Habe ich mich da jetzt so sehr getäuscht? Ich war total überzeugt, dass ich hier hochkomme. Nee, gar keine Chance. Seltsam. Oh, jetzt stecke ich in der Schubkarre fest. Okay, und hier ist eine Sackgasse. Ich habe hier noch zwei verschlossene Türen. Kann ich die... Hier kann ich das Brecheisen benutzen. Okay. Da kann ich wieder was... Kann ich das nicht vielleicht doch mit den Pistolen machen? Ja, kann ich. Ja, Gott sei Dank. Weil ich wollte jetzt da wirklich nicht noch mehr Munition verschwenden, nur um irgendeine... Aha. Um irgendeine Kiste aufzuschießen, wo dann so gut wie nichts drin ist oder so. Ja, was ich sagen wollte, ich muss hier natürlich viel speichern, weil ich ja eventuell wirklich das Problem habe, dass meine Steuerung etwas unzuverlässig ist gerade. Ich ärgere das jetzt schon wieder, dass ich das... vergessen habe. Das mit dem Deaktivieren. Da liegt ein Medipack, das möchte ich haben. Oh, scheiße. Ja, das war jetzt mein Fehler. Da kann jetzt ausnahmsweise mal der Controller nichts dafür. Oh.
Wobei ich könnte natürlich sämtliche Fails immer schön auf meinen Controller schieben, ne? Nein, habe ich ja auch nichts davon. Ihr wisst, dass ich nicht so toll spiele. Von dem her, so. Aber ich speichere jetzt trotzdem, weil ich habe da jetzt keine Lust, noch dreimal runterzufallen. So. Und da sollte aber ein einfacher Sprung reichen. Genau. Die Frage ist, ob ich da jetzt heil zurückkomme. Ich versuche das jetzt mal blind. Das war nicht gut. Okay. Okay. Das war jetzt, ich weiß, das war jetzt unfair von mir, das neu zu laden. Normalerweise ist es ja schon so, dass ich sage, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich selber damit klarkommen. Aber das war jetzt einfach, das war wirklich blöd. Also. Okay. Trajans Märkte. Ich überlege jetzt gerade, wer Trajan war. War das irgendein König oder sowas? Irgendwas Römisches? Ich kann den Namen gerade nicht so wirklich einordnen. Ich kenne mich mit römischer Geschichte auch nicht wirklich gut aus. Das muss ich ehrlich sagen. Also, es könnte natürlich auch der Name eines Stadtteils sein oder sowas. Aber das glaube ich jetzt nicht so. Und ja, ich speichere nochmal. So, Gott sei Dank geht es schnell. Und jetzt haben wir eine lange Balance-Passage. Hoffentlich kommt sie da in weiten Teilen gut drüber. Oh Gott, wenn die jetzt wirklich bei jedem zweiten Schritt hier das Rumzicken anfängt. Na, jetzt geht's gerade wieder. Ja, es sieht gerade ganz gut aus. Ja, Lara, das hast du mal fein gemacht. Fein gemacht. Brav. Kriegst ein Leckerli. So. Schönes Glockenläuten. Ist ja kein Wunder. In Rom läuten, glaube ich, immer Glocken. Also, ich weiß nicht. Entschuldigung, ich muss gerade eine Zigarette ausmachen. Ist Rom nicht sogar die Stadt mit den meisten Kirchen oder sowas? Würde mich zumindest nicht wundern. Und irgendeine Glocke läutet da mit Sicherheit immer. Da wird immer gerade irgendwo geheiratet oder ist irgendein Gottesdienst oder irgend sowas. Und das war jetzt so klar, dass dieses Gitter zubleibt. Muss ich wohl da hinten rumspringen. Da muss ich jetzt halt immer schön aufpassen. Ist es ein einfacher Sprung? Ist es ein Sprung mit Anlauf? Das hier ist, glaube ich, auch ein einfacher. Ja. Da geht es nach links weiter. Und da, oh, da drüben ist Munition. Na, Risiko? Risiko. Ja. Klappt. Und ich nehme mal an, dass hinter dieser Öffnung der Bereich liegt, wo ich gerade war, oder? Ja, genau, da ist das Seil. Ich weiß jetzt nicht, hätte ich vielleicht die untere Tür, die da jetzt gerade direkt unter uns ist, vielleicht aufschießen können? Wäre da vielleicht ein Geheimnis drin gewesen? Ich weiß es nicht. Oh, da unten liegen Fackeln. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da runter möchte. Sag mal, das ist doch der eine Raum, wo ich vorhin drin war. Da waren doch keine Fackeln gelegen. Oder war ich so blind und habe die echt nicht gesehen? Wahrscheinlich. Nur wenn ich mich da jetzt runterlasse. Ja, da komme ich nicht mehr hoch. Dann lasse ich jetzt die Fackeln Fackeln sein. Im Moment habe ich noch keine verbraucht, aber ich habe schon welche gefunden. Und deshalb, ui. Wir haben einen Mechanismus gesehen, der aus mehreren Zahnrädern besteht und den wir wohl irgendwie in Gang setzen müssen. Auch wenn wir noch nicht wissen, wozu wir das tun. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal genau, wo der ist. Oh. Okay, und ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hier hin muss. Ob ich da rüberspringen kann? Wahrscheinlich muss ich auf der Schräge landen.
Und dann das letzte Stück runterrutschen oder so. So. Ah, scheiße. Ja, ihr wisst schon, warum. Ich stehe direkt am Abgrund. Ah, aber sie ist stehen geblieben. Ja, Gott sei Dank. Okay. Okay, das ging nicht. Jetzt hat es mich runtergehauen. Wo bin ich denn hier? Ich erinnere mich. Das ist die Stelle, wo ich furchtbar lange festgehangen war. Und warum? Weil ich nicht gesehen habe, dass hinter einer dieser Säulen eine Leiter ist. Und zwar hier. Da ist sie. Und da kann man wieder hochklettern. Und ich habe das ewig nicht gesehen damals. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mich überhaupt noch an dieses Level erinnere. Abgesehen von dem Tor mit den drei Drachen. Ich habe ewig gesucht. Ich habe das komplette Level abgegrast. Ich habe ums Verrecken nichts gefunden. Und dann, ja. Dann kam die Leiter. Was die bringt, weiß ich noch nicht. Ach, Moment. Ist das jetzt schon diese Schräge, oder? Wo ich gerade eben hinspringe. Nee, das ist ja nicht. Wo war ich denn gerade eben und wo wollte ich denn hin? Verdammt. Hier liegen überall Sachen. Da drüben liegt Munition. Da hinten habe ich auch was gesehen. Ich glaube, ich springe jetzt erstmal kurz dahinter. Ich muss jetzt erstmal checken, wo ich ursprünglich hergekommen bin. Nee, daher nicht. Ja gut, jetzt ist wurscht. Ich meine, jetzt bin ich sowieso hier oben. Ich habe gerade schon gesehen, dass da so eine Art Kettenzug ist. Hier. Da kann ich entweder dran ziehen oder dran hochklettern. Das ist so dünn. Ich tendiere eher dazu, dass man dran ziehen muss. Okay, das war auf jeden Fall ein Teil des Mechanismus. Dann kann das jetzt nicht ganz so falsch gewesen sein. Okay. Und jetzt ist die Frage, komme ich da heil rüber? Oder würde ich da heil rüberkommen? Wahrscheinlich würde das sogar gehen. Ich möchte es eigentlich ganz gern probieren. Aber erst mache ich einen Schritt zurück. Genau. So. Oh Gott, wenn das mal gut geht. Ah! Na, Moment. Es wäre gut gegangen. Ich lade es gerade nochmal. Sie ist aber nicht richtig abgesprungen. So. Ich mache das jetzt nochmal. Haha. Uzi-Munition, oder? Und da unten ist auch nochmal ein Mechanismus. Ich glaube, das wird dann unser endgültiges Ziel sein. Wahrscheinlich muss ich, wenn ich die Zahnräder bewege, diese Scheibe da dazu bringen, dass sie sich irgendwie bewegt oder so. Oh, Moment. 1, 2, 3. Okay, das würde gehen. Verdammt, da ist sie gegen die Wand geknallt. Ach, ist das ärgerlich. Jedes Mal, ich bin es halt gewohnt, dass wenn ich sterbe, dass ich dann einfach nur drücken muss und dass dann automatisch der Spielstand geladen wird. Und in dem Fall ist es aber so, dass es dann jedes Mal ein neues Spiel beginnt. Und so. Okay, das hat ja gerade, ups, das hatte ja geklappt. Also da möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Vor allem, weil ich glaube, dass ich von da aus dann auch besser auf diese andere Plattform rüberkomme. Okay, so. Und jetzt muss ich schauen, dass ich ein bisschen schräger springe. Oder weniger schräg, das ist jetzt Auslegungssache. So. Sie ist gerade von alleine losgerannt, weil ich am Analogstick hängen geblieben bin. Und ich habe einfach dann nur noch die Sprungtaste gedrückt und gehofft, dass es gut geht. Und es ging gut. Und das nicht. Ach Mensch! Ah.
So. Okay. Dann haben wir hier wahrscheinlich jetzt nochmal einen Teil des Mechanismus. Oh, da ist jetzt nichts passiert. Muss ich vielleicht nochmal? Na, da tut sich gerade nichts. Hält sich jetzt gerade meine Begeisterung in Grenzen, weil wenn ich überhaupt nicht sehe, was es bewirkt oder nicht bewirkt, dann bringt mich das nicht weiter. Da hinten geht es auch noch hin, ne? Nee, Moment, da bin ich hergekommen. Von da hinten. Und dann wollte ich auf diese... Ich drehe noch am Rad mit ihr. Moment. Also. Hier ist jetzt gerade nichts passiert. Ich mache jetzt das gleiche wie gerade eben, bevor ich neu geladen habe. Ich ziehe dreimal. Stelle fest, dass nichts passiert. Also hier hinten rechts, das ist glaube ich, die Stelle, wo ich hergekommen bin. Und ich wollte hier drauf springen. Okay, Orientierung habe ich wieder. Aber was ich sonst noch tun muss, ist mir ein Rätsel. Das kann schon gut sein, dass ich... Uiuiui, das war knapp. Dass ich jetzt wieder nach unten muss. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ja, da war ich ja gerade eben. Genau. Ja, da bleibt uns jetzt wirklich tatsächlich wahrscheinlich fast nichts anderes übrig, als wieder runterzugehen. Ich könnte jetzt versuchen, die Wand mit der Leiter wieder zu finden. Dann wäre das nicht ganz so schmerzhaft. Ich nehme die da. So. Okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal hier unten um. Das war das Teil, was wir vorhin hochgefahren haben. Okay. Und wo war jetzt die Stelle, wo ich dreimal gezogen habe und nichts ist passiert? Ah, das war diese Scheibe? Da wird dann wohl irgendwas passieren. Ich bin mir da allerdings nicht mehr ganz sicher. Liegt hier noch was rum? Nein. Ja, immerhin haben wir ein bisschen was von dem... Da geht's auch nicht weiter. Immerhin haben wir schon ein bisschen was von dem Level erkundet. Da bin ich ja schon mal ganz froh, dass das jetzt nicht nur aus Fails bestanden hat. Wobei das wirklich schon schlimm genug war. Also, ich habe ja Gott sei Dank keinen Death Counter. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn an dieser Stelle bitten, die Tode, die nachweislich vom Controller verursacht waren, nicht zu berücksichtigen, der Fairness halber. Was tue ich denn jetzt? Ich könnte nochmal nach oben klettern, aber... Ich kann hier aber jetzt nichts machen, ne? Ich kann jetzt hier nicht irgendwo rumklettern oder weiter hoch oder so. Nur das Loch hatten wir gesehen, da war ja Munition drin gelegen. Ich glaube, als ich das damals gespielt habe und so festgehangen war, kann ich da eigentlich noch irgendwie in den Raum darunter. Da habe ich auch hier oben halt an diesen Ketten gezogen und dann habe ich mich irgendwie runterfallen lassen und habe dann einfach nichts mehr gefunden. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll und habe dann auch das Level ein paar Mal neu gestartet und habe halt einfach nicht gesehen, dass man hier ganz normal runterklettern kann. Was hat es denn damit auf sich?
Diese Bodenplatte wirkt irgendwie ziemlich verdächtig. Aber ich kann damit nichts machen. Ah, ich glaube, das Rätsels Lösung ist doch irgendwie oben. Denn hier komme ich gerade definitiv nicht weiter. Dann werden wir einfach morgen nochmal raufklettern. Hier. Und werden uns oben nochmal genauer umsehen. Ich habe bestimmt nur irgendeinen Schalter oder irgend sowas übersehen. Es kann jetzt nicht allzu schwierig sein. Ich glaube, das ist auch kein so extrem langes Level. Und ja, dann bin ich gespannt, wo sich die Lösung verbirgt. Und ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.